Willkommen zu einem neuen Vlog, heute mal mit Brille. Und zwar ist es heute ein ganz besonderer Vlog, denn ich fliege mit meiner besten Freundin nach London. Und ja, ich bin gerade noch zu Hause. Ich habe gerade ein Video gedreht, wie man hier sehen kann. Und ja, beachtet das Chaos nicht, das ist ganz normal bei mir. Und ja, ich habe die neuen veganen Produkte getestet. Hier seht ihr sie. Hier seht ihr diesen ultra geilen Muffin. Ja, no spoiler. Ich weiß noch nicht, welches Video zuerst online kommen wird, aber falls ihr das noch nicht gesehen habt oder falls ihr es sehen wollt, abonniert meinen Channel oder ich verlinke das Video in der Beschreibung. Auf jeden Fall kommt meine beste Freundin gleich und dann fahren wir zusammen nach London. So, wir sind jetzt schon seit mehreren Stunden am Flughafen, seit 1 ungefähr, es ist 4. Ja, aber um die Zeit hätten wir nicht mehr ins Hotel einchecken können, deshalb haben wir die Nacht gar nicht erst gebucht. Wir hätten jetzt Couchsurfing machen können, aber bis wir in London gewesen wären, also wir sind halt Stansted Flughafen angekommen. Und bis wir jetzt in London gewesen wären und so, und wir müssen halt morgen früh... That moment. Der Security ist. Wir müssen halt morgen früh gegen 8 schon wieder los zum Termin. Deshalb haben wir jetzt am Flughafen ein bisschen geschlafen, ein bisschen wie Obdachlose gefühlt, aber das macht hier jeder so. Also ja, wir chillen jetzt noch ein bisschen, noch 3 Stunden oder so. Und dann geht's los nach London. Hier am Flughafen sogar so ein geiles veganes Wrap. Das esse ich jetzt. Das ist mit Butternut Squash, also Kürbis. Und Taboulet. So, wir sind jetzt auch endlich im Hotel angekommen. Wir sind vom Flughafen direkt zu unserem Termin gefahren. Und zwar haben wir uns schon wieder, also ich schon wieder, Tattoos stechen lassen. Und zwar Freundschaftstattoos quasi. Ich blende hier einfach mal Bilder ein. Ich konnte leider nicht filmen, weil mein Akku leer war. Und ja, jetzt haben wir beide die gleichen Tattoos. Ich zeige euch die später auch nochmal, beziehungsweise meins. Und ja, dann waren wir noch essen, das war aber nicht so nice. Und jetzt sind wir hier im Hotelzimmer, was richtig, richtig schön ist. Dafür ist es richtig günstig war. Also es ist gerade mega unordentlich, aber ja. Und ja, wir fahren jetzt nach London rein. Also ja, zum, wie heißt das? Die Straße. Oxford Street und werden ein bisschen shoppen gehen. Und ja, da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Ich hoffe, mein Akku hält diesmal ein bisschen länger. Ich war eigentlich sogar ganz gut vorbereitet, Powerbank und so, aber wir haben ja die Nacht durchgemacht und für 2 Tage hat es dann nicht gehalten. Aber ja. Wieder zurück im Hotel. Ich sehe gerade etwas fertig aus, aber ja, wir waren jetzt die ganze Zeit hauptsächlich shoppen auf der Oxford Street, weil wir wollten heute mehr so einen Shopping-Tag machen, morgen ein bisschen mehr Sightseeing. Und ja, wir sitzen hier gerade und essen noch ein Wrap von Starbucks, ne? Ja. Und das ist sogar Winner of Peter Vegan Food Awards. Ja, und wir gehen vielleicht noch weg, mal gucken. Ja. Genau, und was ich mir alles so gekauft habe, das zeige ich euch dann später noch. Übrigens sieht so jetzt das Tattoo aus, also hier halt so unter der Brust. Und ja, meine beste Freundin hat genau das gleiche. Und da steht Amitié, das ist Französisch für Freundschaft. Und ja, das haben wir uns heute zusammen stechen lassen, heute Morgen direkt. So, guten Morgen, wir sind jetzt erstmal auf dem... Wohin gehen wir denn? Richtig. Okay.
Guten Morgen, wir sind jetzt auf dem Weg, uns Frühstück zu holen. Wir machen heute erstmal ein bisschen Sightseeing, weil wir waren ja gestern den ganzen Tag nur shoppen. Und zwar fahren wir dann zum Big Ben und so. Also Big Ben und was ist da noch? Westminster Abbey und so. Ja, also wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zur U-Bahn. Und ja, heute ist das Wetter richtig schön. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Aber heute ist es ein bisschen sonniger. Ist ganz schön. Erst links, dann rechts, gerade, geradeaus. Kommst du immer sicher gut nach Haus. Das ist mein Frühstück. Es gibt hier einfach überall so mega gesunde Snacks und auch immer voll viel vegan. Ich habe hier einmal so einen Schoko-Chia-Pudding, ein Birchermüsli und ein Schokosmoothie mit Datteln gesüßt und mit Mandelmilch, genau. Und ich habe mir dann für später noch ein Sandwich mitgenommen, gab es auch in vegan. Also der eine Laden hieß es Prêt-à-Manger und der andere Pure. Und bei Starbucks gibt es ja auch immer was, also vegan. Und bei M&S gibt es auch immer voll viel. Also voll gut. Auch die Westminster Abbey. Genau, wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Wir gehen ins London Dungeon. Ich freue mich voll. Gerade aus dem Dungeon und also an sich war es gut, aber es war halt sehr ähnlich wie in Deutschland. Also ich war schon zweimal im Hamburg Dungeon und hier auch einmal, aber ja, war an sich trotzdem cool. Wir gehen jetzt erstmal was essen, die Sonne scheint so schön. Das sind die Muffins, die Cupcakes meine ich. Ich habe von bei Lola's gekauft. Die sehen einfach so geil aus. Ich werde jetzt diesen hier vorne essen. Das ist Zitrone mit irgendwas, ich weiß es gar nicht. Das hier ist Strawberry, Coconut. Das hier ist Red Velvet, ich weiß nicht genau was das ist. Und das hier ist einfach Schoko. Ja, die sehen so geil aus. Gerade im Mushi Vegan Burgers
Und wir haben, also ich habe einen Jackfruit Burger mit Vegan Cheese und Cheesy Potato Fries. Die sehen einfach so geil aus. Bin so gespannt. Und Debbie hat den What's Your Beef Burger mit, glaube ich, Quinoa Patty, ne? Quinoa Patty. Und auch Sweet Potato Fries. Und hier gibt es auch eine Egg-Free Mayo. Ja, ich bin gespannt. Hey Leute, also wir sind jetzt gerade beim King's Cross Bahnhof. Da wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber wir sind leider falsch ausgestiegen, beziehungsweise in den falschen Zug gestiegen. Und ja, jetzt sind wir jetzt hier und haben uns Harry Potter Shop und das Gleis 9¾ angeguckt. Und ja, ab geht's nach Hogwarts, meine Freunde. Du weißt, dass du es rausschneiden wirst, ne? Das bleibt drin. Was? Ich dachte, ich weiß, dass du es rausschneiden nicht rausschneiden werde. Debbie ist gerade ohne mich gefahren. Hauptsache, sie hat sich auf den Zug gequetscht. Und ich will nicht mehr reinkommen. Okay. So, wir sind jetzt hier noch zur Tower Bridge gefahren, um die uns auch nochmal anzugucken im Dunkeln. Und ja, aber wir sind auch ziemlich müde. Ich denke, wir fahren dann gleich zurück ins Hostel. Ins Hotel, meine ich. Wir waren dann noch ein bisschen in Hamburg in der Stadt rumlaufen, aber auch nicht lange, sind dann auch bald wieder gefahren. Und ja, ich wollte mich einfach noch mal kurz von euch verabschieden. Und ja, lasst mich mal wissen, ob ihr ein London Haul sehen wollt, dann drehe ich das auf jeden Fall auch ab. Ich bin auf jeden Fall mega fertig von dem Flug und allem, von der Fahrt. Muss ja noch 3 Stunden nach Hause fahren. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!